Leute, willkommen zurück zu Let's Play Heavy Rain. In der letzten Folge hat Ethan die zweite Prüfung verkackt. Ich kapiere das mit den Origami-Figuren nicht. Was macht er damit? Wenn du wüsstest. Ich muss Ihnen Ihre Sachen ausziehen, um die Wunden zu versorgen. Sie haben sehr hohes Fieber. Ihre Arme sehen schlimm aus. Ja, die ganzen Glasscherben. Ich desinfiziere die Wunden. Okay, warte. Erst brauchen wir das gegen Fieber. Und das ist eigentlich im Badezimmer. Oh, sie nimmt schon selber. Okay, ich glaube nicht, dass wir das alles brauchen. Dann mach, was du willst. Ich bin kein Arzt, aber ich sehe, was ich für sie tun kann. Brandsalbe, Desinfektionsmittel, Medikamente. Ja, Medikamente. Was hier? Ja, Fieber. Desinfektionsmittel. Das wird wehtun, mein Freund. Oh nee. Alter. Okay. Ich habe nämlich jetzt einen Fehler gemacht, alles wieder von neu. Also die ganzen vier Dinge halt. Ich habe alles desinfiziert. Brandsalbe, Verbandsäuer. Er ist bewusstlos. Jetzt kann ich nur warten und hoffen, dass er aufwacht. Wie geht es Ihnen? Ging schon besser. War ich lange weg? Ungefähr 3 Stunden. Warum spielen Sie denn Samariter? Sie kennen mich nicht mal. Als ich noch klein war,
habe ich immer alle meine Brüder verarztet, wenn sie sich mit den anderen Kindern auf der Straße geprügelt haben. Ich glaube, ich spiele einfach gern den Samariter. Sie sagen, Sie sind hier, weil Sie nicht schlafen können? Ich habe in den letzten Monaten ziemlich viel Scheiße erlebt. Am liebsten würde ich das alles schnell vergessen. Ich versuche damit zu leben, aber es ist schwer. Stecken Sie in Schwierigkeiten? Viel größere, als Sie sich denken. Tut mir leid, ich bin viel zu neugierig. Ich meine, schließlich kennen wir uns ja kaum. Warum sollten Sie mir trauen? Hören Sie, ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe. Aber ich denke, es wäre besser für Sie, nicht zu viele Fragen zu stellen. Okay. Ich gehe dann. Viel Glück. Und er macht schon wieder was. Ey, nein. Die dritte Prüfung. Sind Sie bereit, ein Opfer zu bringen, um Ihren Sohn zu retten? Ich spiele schon wieder als Madison. Ich war es nicht, ich schwöre, ich war es nicht. Ich mache so etwas nicht, ich bringe keinen um. Nein, warum sind Sie dann von der Befragung weggerannt? Wissen Sie doch, ich war nicht bei meinem Bewährungshelfer. Ich wollte nicht in den Knast. Hab die Cops gesehen und bin weg. Ich hab nicht nachgedacht. Seine Aussage ist geprüft. Er hat ein Alibi für 3 der Morde. Der Drecksack hat perfekt gepasst. Shit! Ash? Okay. Die Mutter von Sean Mars ist hier. Sie würde gern mit dir sprechen. Es war vor ein paar Monaten. Mitten in der Nacht. Es hat geregnet. Und dann platschnass um 3 Uhr nachts. Ich fragte, wo er war. Er sprach von Ertrinken, Regen. Es gab alles keinen Sinn. Da war etwas in seinen Augen. Als wäre nicht er selbst. Vielleicht gibt es keine Verbindung, aber am nächsten Tag gab es einen neuen Bericht von einem Opfer des Origami-Killers. Und das ist Agent Norman Jaden vom FBI. Wir wissen, dass Ethan Mars Ihr Patient ist. Wir hätten ein paar Fragen über ihn. Tut mir leid, das ist nicht möglich. Wie war das? Ich unterliege der ärztlichen Schweigepflicht. Ich darf unter keinen Umständen über meine Patienten sprechen. Ich muss Sean Mars lebend finden. Und mich interessiert Ihre Schweigepflicht einen Scheiß. Wenn Sie einen Patienten verdächtigen, sind Sie verpflichtet, es der Polizei zu melden. Tut mir leid. Ich kann nicht helfen. Und jetzt gehen Sie bitte. Sie müssen uns helfen. Zu Ihrer Sicherheit.
Doktor, es geht um das Leben eines Kindes. Vielleicht können Sie helfen, ihn zu retten. Drohen Sie mir etwa? Ich gebe Ihnen nur einen kostenlosen Rat, Doc. Nehmen Sie ihn an. Blake, das reicht. Wir verschwinden hier. Ich werde mich über Ihr Verhalten bei Ihrem Vorgesetzten beschweren. Doktor, Sie gehen mir echt auf die Nerven. Für mich zählt nur, den Jungen zu retten. Und jetzt sind Sie... Alter. Und sagen uns, was Sie wissen, sonst garantiere ich für nichts. Blake, hören Sie auf. Sofort. Lassen Sie mich. Sie haben dazu kein Recht. Was soll ich machen? Ach, Blake, Alter. Los, Doc. Wollen Sie es leicht oder schwer? Es ist Ihre Entscheidung. What the fuck ist mit dem falsch? Was ist los, Norman? Kalte Füße? Machen Sie sich nicht gerne die Hände schmutzig, hä? Ich dachte, Sie wollten das Kind retten. Das Leben von Sean Mars ist mir genauso wichtig wie Ihnen, aber ich halte mich an die Regeln. Hören Sie mit dem Scheiß auf! Und zwar sofort! Dafür kriege ich Sie, Jaden. Keine Sorge, das werde ich nicht vergessen. Ethan Mars hat psychische Probleme seit dem Tod seines Sohnes. Er fühlt sich verantwortlich. Eine krankhafte Neurose. Bilder ertrinken, da verfolgen ihn. Vor ein paar Wochen, nach einer unserer üblichen Sitzungen, fand ich das auf dem Boden. Es war aus seiner Tasche gefallen. Eine Origami-Figur. Das ist ja gerade ein richtiger Bug. Da war einfach Madisons Gesicht so, als würde man wieder Madison spielen, aber man spielt eigentlich Jaden. Ash, setz jeden verfügbaren Mann auf Ethan Mars an. Beobachtet sein Haus Tag und Nacht. Gib einen Suchbefehl an alle Behörden raus. Beobachtet die Bahnhöfe, Flughäfen, Busstationen. Ich will jeden Kopf an seinem Arsch, damit er kapiert, dass wir es wissen. Ja, Ethan Mars ist der Origami-Killer. Nein, das war Kramer. Heiß Gott. Mr. Shelby. Möchten Sie Kaffee? Oh nein, danke. Spielen Sie? Ja, einmal. Die sind heute noch mit der Rasenpflege beschäftigt. Interessanter Sport. Man braucht Kraft, aber auch einen kühlen Kopf und Genauigkeit. Wollen wir ein paar Bälle schlagen? Hier können Sie auch keinen Rasen zerstören. Okay. Nehmen Sie sich doch einen Schläger. Okay. Ich will jetzt Golf. Wäre schon mal das Lustigste, was ich jemals gesehen habe, Alter. Tatsächlich, ich spiele jetzt hier Golf. Bälle sind im Kopf. Das Wichtigste ist, den Schläger richtig zu halten. Bereit machen und schwingen.
Das war nur der erste Ball. Sie sollten nächstes Mal härter zuschlagen. Ah, okay. Okay, ich versteh's. Aber Sie haben mich doch nicht nur zum Golfspielen eingeladen. Ich habe gehört, Sie stellen Fragen über meinen Sohn. Ah. Stimmt. Mich interessiert, ob Gaudi in den Origami-Fall verwickelt ist. Und jetzt? Oh. Geil. Geiler Schlag, oder? Findet ihr nicht auch? Mein Sohn hat mit derartigen Sachen nichts zu tun. Okay, ich glaube, der war auch nicht gut. Dann muss ihn ja meine Ermittlung nicht beunruhigen. Das stimmt Sie aber auch wieder. Gegen meinen Sohn nicht zu ermitteln. Er hat damit nichts zu tun. Oh ja, immer die, wo das sagen, dann ist es meistens auch so. Bei allem Respekt, Mr. Kramer. Ich allein entscheide, gegen wen ich ermittle. Ich bin ein einflussreicher Mann, Mr. Shaw. Und ich zahle gut für mich. Wollen Sie mich bestechen? Sagen wir mal, ich biete Ihnen eine Entscheidungshilfe. Für wie viel lassen Sie ihn in Ruhe? Sie verstehen mich falsch. Das zieht bei mir nicht. Bleiben Sie meinem Sohn fern, Mr. Shaw. Sonst bedauert Sie es. Schönen Tag noch, Mr. Kramer. Und diese Sachen muss man immer machen. Ich will Eve nur machen, die dritte Aufgabe. Aber Ethan ist doch bestimmt nicht der Killer. Ei, Ratatouille. Oh Gott, das sieht doch hier schon so schrecklich aus. Hier könnte sich doch locker der Origami-Killer irgendwie verstecken und dich einfach aber töten. Eidechsen aus Porzellan sehen neu aus und passen nicht zu dem restlichen Müll. Ja. Und kaputt. Ist da was drin? Hey, warum ist die auf einmal hier hinten? Das sind noch mehr. Nee, warte mal. Da gucken wir jetzt mal in jeder einzelne nach. In der ist absolut nichts drin. Weißt du was, wir machen es trotzdem mal kaputt. Aha, ein Schlüssel. Okay, dann können wir wahrscheinlich in diese Tür hier rein. Weißt du was, ich mache jetzt noch nicht alle kaputt. Aber wir können auch nicht mehr die ganzen kaputt machen, aber ja, weil wir den Schlüssel schon haben. Okay, perfekt. Und weiter geht's.
Gemütlich. Aber machen, weil ich die letzte jetzt schon verkackt habe. Ach du Scheiße. Eine Machete. Ja, wasch dir noch kurz das Gesicht. Ja, warum wäschst du das Gesicht? Ich muss es wohl tun. Damit. Ich guck noch mal. Nee. Ach, Scheiße. Ah. Halt die Fresse. Suchen erstmal. Ups. Erst tun. Oh, tut mir leid, Ethan. Aber du machst die ganzen Aufgaben. Aber ich kann es auch irgendwo nachvollziehen. Ich, es ist dein Sohn. Dieser kranke Drecksack. Unter dem Tisch. Unter dem Tisch. Das hättest du auch selbst finden können. Ernsthaft unter dem Tisch? Warte kurz. Nein. Ja, okay. Okay, gut. Hätte man vielleicht auch nicht finden können. Wow, das waren ja mal viele Buchstaben. Geiler oberer Screen. Positiv, Lieutenant. Sind in Position. Oh nö. Keiner rührt sich, bis ich den Befehl gebe. Klar?
Wir krallen ihn uns, sobald er rauskommt. Okay, Leute. Zum Glück hat die Streife den Wagen gesehen. Was macht er da drin? Wer weiß? Sie sind hier der Profiler. Sitzen direkt im Hirn des Mörders. Das ist es ja. Was ich von Ethan Mars weiß, passt überhaupt nicht ins Profil des Killers. Die Geschworenen verlassen sich eher auf Beweise als auf ihre Theorien. Boah, Blake, halt die Fresse. Verdammt, was macht die Kleine da? Wenn Mars rauskommt, wird gefährlich wissen. Und jetzt? Schau sie raus? Nein, zurückbleiben. Auf jeden Fall keiner rumhängen, wenn Mars rauskommt. Ethan, was ist los? Die Polizei, da draußen. Ich glaube, die wollen sie verhaften. Wir müssen woanders raus. Scheiße. Was macht der bloß da drin? Auf meinen Befehl geht's los. Die sind noch da. Wir müssen anders raus. Ach nee. In die Kamera ist er wieder on point. Die Kamera ist so on point. Also die Kamera ist echt perfekt in dem Spiel. Ey! Murderson? Ich hab's gemacht. Das Spiel ist doch manchmal echt dumm. Also ganz im Ernst. Ja, jetzt geht's. Hallo. Wie oft jetzt noch? Ich mach's. Jetzt. Es ist zu hoch. Klassiker, es ist zu hoch, deswegen können wir nicht weiter. Zugriff auf meinen Befehl. Hallo. Kommt nicht in Frage. Ich komme mit Ihnen. Zwei Männer an die Tür. Position halten. Zugriff. Das ist doch nicht dein Ernst. Danke. Los, hier, danke. Oh, jetzt kommen die mit rein. Jetzt kommen die rein. Nein, verpisst euch. Toll, das hat man jetzt bestimmt noch gesehen, oder? Oh, halt doch die Fresse. Hey, stehen bleiben! Ich schieße! Beeilung! Schnell! Ich kann nicht. Hände hoch! Halt die Fresse. Lieutenant, ein Mann und eine Frau kommen aus der Gasse. Scheiße! Die ist doch vorhin rein! Alle Mann runter! In die Gasse! Hinterher! Die U-Bahn! Ja, ich will was machen. Lauf doch rüber. Ey, bist du blöd? Weißt du, ich drück so in eine Richtung, die macht es erst 3 Sekunden später. Okay, diesmal habe ich es sogar mal in die U-Bahn geschafft. Beim letzten Mal wurde ich dann instant verhaftet. Direkt, sie sind verhaftet. Und jetzt weiß ich nicht, jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Aber wenn ich verhaftet werde, kenne ich mich wenigstens noch
Natürlich. Ich weiß nicht mal, wohin ich muss. Ethan, was ist los? Wir müssen weiter. Ethan, sie kommen. Okay, da nach vorne. Alter, sind das viele. Wieso ist es immer dann voll, wenn irgendwas passiert? Also wenn da wirklich... Alter. Fegt euch. Hä, was muss ich machen? Es geht nicht. Ey, Kamera ist geil. Oh, Kacke. Ja, ganz toll. Ich weiß nicht, wohin. Ich hab vorher schon Exit. Ey, die Kamera, ne? Nee, Alter, ich kann mit der Kamera nicht. Was geht? Keine Bewegung. Oder ich blase ihm das Hirn raus. Ach, leck mich doch. Ja, weißt du, ich weiß nicht, wohin ich muss. Nee, das macht keinen Fun. Ohne Witz. Wohin hätte ich denn gehen sollen? Ja, wie bist du jetzt da reingekommen? Nee. Ja, da wurde nichts angezeigt von wegen, ja, du kannst da jetzt rein. Ja, nee, fickt euch. Fickt dieses Spiel, Alter. Was soll ich denn da machen? Du bist verhaftet, weil ich ein Stück Scheiße bin. Und du auch. Ich bin nicht Ihr Richter, Ethan. Ich will nur das Leben Ihres Sohnes retten. Noch ist Zeit, aber nicht viel. Helfen Sie mir, Ethan. Was wissen Sie? Grob geschätzt, hat Sean etwa noch 12 Stunden zu leben. Es oh regnet Gott. Draußen, Ethan. Jeder Tropfen bringt Ihren Sohn dem Tod näher. Unaufhaltsam. Wo ist er, Ethan? Wo ist Sean? Okay, schrei halt. Das Spiel ist aus. Was bringt ihn denn ein weiteres Opfer? Er ja, ist es ja nicht mal, ihr Idioten. Ja, halt. Oh, ja. Ich habe meinen Sohn gekidnappt. Ist es dein verdammtes. Ist es dein verdammter Ernst? Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß nicht, wo er ist. Der einzige Weg, ihn zu finden, ist, mich gehen zu lassen. Ich bin der einzige Mensch, der ihn retten kann. Ja, weil du nämlich die ganzen Prüfungen hast. Sie erinnern sich also nicht. Aber Sie wollen der Origami-Killer sein? Sorry, Ethan, aber da müssen Sie schon mehr als das bringen, um jemanden wie mich zu überzeugen. Ich liebe meinen Sohn. Ich liebe meinen Sohn. Wenn Sie mich hier behalten, wird Sean sterben. Die Zeit läuft, Ethan. Im Ernst, mir ist Ihr Motiv egal. Ich will nur eins wissen. Wo verstecken Sie Sean? Ich weiß es nicht. Ich hätte ihn gerettet, wenn ich es wüsste. Okay. Ihre letzte Chance, Ethan. Diesmal überlegen Sie genau, bevor Sie antworten.
Wo ist Sean? Ich sagte Ihnen, ich weiß es nicht. Schon Arschloch. Darauf warte ich schon so lange. Komm schon, Wichser. Komm, zeig's mir. Ja, komm her. Sie wollen spielen, Arschloch? Na los, dann fangen wir an. Sie sind komplett irre, Blake. Was wird Sie Ihre scheiß Dienstmarke kosten? Verpissen Sie sich lieber, Norman. Sonst muss die Putzkolonne nachher Ihr scheiß Gehirn vom Boden aufwischen. Der hätte sich ducken können und ihn attackieren können und ihm vielleicht die Waffe wegschlagen. Blake prügelt gerade ein Geständnis aus Ethan Mars. Sie müssen etwas tun! Was ist wichtiger, Norman? Sean Mars zu finden oder dem Abschaum ein paar Kratzer zu ersparen? Wo gehobelt wird, da fallen nun auch mal Späne. Verdammt nochmal! Ethan Mars ist unschuldig! Wir müssen Sean weitersuchen, wenn wir noch eine Chance haben wollen, ihn lebend zu finden. Der Fall hat Sie zu sehr mitgenommen, Norman. Ein bisschen Urlaub würde Ihnen gut tun. Der ist ja auch so ein Idiot, Alter. Kreis. Nimm keins. Spiele ich jetzt Piano? Ihr Wodka, Sir. Ernsthaft? Danke. Sie wirken ein wenig besorgt, wenn ich das so sagen darf. Haben Sie Probleme mit dem Fall? Ja, das Problem ist Blake. Blake ist sicher, dass Mars der Killer ist. Sie nicht? Ich dachte, es gäbe dafür einiges an Beweisen. Das stimmt. Aber es macht keinen Sinn. Sein psychologisches Profil passt nicht. Genauso wenig wie sein Geoprofil. Dieser Mann ermordet nicht 8 Kinder und entführt dann seinen eigenen Sohn. Mars ist nicht der Origami-Killer. Da wette ich drauf. Und wer dann? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß es, aber Sie ich sag's nicht. Noch mal in aller Ruhe Ihre Hinweise durchgehen. Genau das hatte ich gerade vor. Oh, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von, Sie wissen schon. Ja. Kann gefährlich sein. Deswegen, ich hab's auch einmal genommen und das will ich jetzt nicht mehr machen. Ich gebe mir Mühe, aber es ist schwer. Und es wird jeden Tag schwerer. Es bringt Sie um, wenn Sie nicht aufpassen. Das wäre höchst bedauerlich. Aber weiter geht's im nächsten Part von Heavy Rain und ciao.